Grundsätzlich mal absolut bitter, jetzt wieder nach einem Heimspiel hier zu stehen ohne Punkte. Ich glaube einfach, dass wir in den entscheidenden Momenten heute einfach wieder schlechter waren als der Gegner, sowohl vorm eigenen Tor, wo wir die Tore einfach auch zu einfach bekommen, wo wir auch ein Stück weit zu naiv verteidigen. Und im gegnerischen 16er, also sprich da, wo sich dann die Spiele entscheiden, sind wir dann auch nicht zwingend genug, sind auch nicht so gierig drauf, dann die Tore zu machen. Fakt ist, dass Chancen da waren, dass auch die Spielanteile heute bei uns waren. Nur ist das halt nicht entscheidend, sondern am Ende zählt das Ergebnis und das hat heute wieder nicht gepasst. Erstmal so jetzt am Ende einfach Unzufriedenheit, ja, aber wenn man so die 90 Minuten sieht, denke ich, dass wir so 10 Minuten hatten, die einfach dann dazu geführt haben, dass wir das Spiel heute verlieren und über die anderen 80 Minuten eigentlich schon ordentlich gespielt haben, gut gegengehalten haben, wirklich wenig zugelassen haben und dann auch immer wieder nach vorne gute Konteraktionen gehabt. Zweite Halbzeit auch viele gute Torchancen gehabt. Mit dem Anschlusstreffer können wir da vielleicht auch nochmal zum Ausgleich kommen, aber insgesamt, wenn man es jetzt so nach 7 Spieltagen sieht, reicht das dann einfach nicht, wenn man heute dann die Chance nicht macht und dann hinten 3 Dinger kriegt, da braucht man nicht drüber reden, dann gewinnst du kein Spiel. Also erstmal ist es für mich nach einer 3-1-Niederlage nicht schön. Klar, ich kann jetzt wieder spielen nach dieser Verletzung, habe mich dahin gearbeitet, ist alles sehr, sehr positiv, aber hier geht es um den Verein. Hier geht es darum, die Klasse zu halten, Punkte zu holen, das haben wir heute nicht geschafft. Das Traurige ist dabei, dass wir viel investiert haben, das klingt blöd, ja, aber haben halt schlechte 5 Minuten vor der Halbzeit. Wir haben schlechte 5 Minuten nach der Halbzeit, dann kriegst du durch entscheidende Fehler auch die Tore, rennst hinterher und dann fragt man sich im Nachhinein, warum. Aber ich denke, damit sollten wir jetzt einfach mal aufhören, sondern einfach Spiele gewinnen, zu punkten. Die Art und Weise, das ist mir eigentlich dann auch scheißegal. Wir haben jetzt ein Ostderby und da geht es von neuem los. Ist dann schon auch ein Stück weit so, dass solche Sachen dann natürlich auch von den Spielern dann auch selber kommen müssen. Es sind zwar immer Floskeln, einen Sieg zu erzwingen, oder auch dann mal mit dem Ball vielleicht ins Tor reinzufliegen oder auch mal irgendwie einen Ball über die Linie zu stochern. Aber das sind halt eben trotzdem extrem wichtige Situationen in den Spielen. Und wir sehen es auch selber bei den Toren, die wir so fangen. Das sind auch genau diese Situationen. Und da ist oft genug der Fall, dass der Ball mal irgendwo runterfällt oder nach einem Standard ein zweiter Ball im Strafraum ist, wo wir dann einfach nicht so handlungsschnell sind wie der Gegner. Und dazu kommt, dass heute wahrscheinlich auch das dritte Mal ist, wo der gegnerische Torwart gefühlt in der Elf des Tages ist. Und das nervt dann natürlich auch. Nochmal, ich rede das Spiel heute nicht schlecht. Ja, wir haben viel investiert, aber wenn man 3-1 vom Platz geht, hat man halt auch entscheidende Fehler gemacht. Und das Gute ist am Fußball, dass wir am Mittwoch wirklich die Gelegenheit haben, das wieder gut zu machen. In einem Ostderby, da muss es knallen, klar. Keine Frage. Das wissen die aber auch in Halle. Deswegen ist eine gewisse Brisanz drin. Wir sollten halt einfach die Punkte holen, egal wie. Grundsätzlich sollte man vielleicht dann das nicht zu hoch hängen, weil für uns geht es jetzt einfach erstmal darum, 3 Punkte zu holen. Und ob das jetzt nun Halle, Verl oder sonst wer ist, ist erstmal zweitrangig. Klar, es ist ein Ostderby und hat dann sicherlich nochmal für die Medien und auch für den einen oder anderen Fan sicherlich eine größere Bedeutung. Aber für uns gilt es jetzt einfach, in jedem Spiel Vollgas zu geben und dann auch mal so einen Sieg zu erzwingen, dreckig zu spielen und möglichst gegen Halle. Klar, würden wir dann sicherlich auch mit so einem Sieg in einem Ostderby auch vielleicht uns den einen oder anderen Kredit wiederholen von den Fans. Ich glaube, jeder Spieler, der gesund ist, ist für uns wichtig. Wir hoffen, dass Mittwoch auch Dominik Baumann wieder dabei ist. Das heißt, wir haben dann alle Spieler an Bord. Und das heißt, da gibt es genug Optionen, dass sich dann auch Spieler jetzt zeigen können, im Vordergrund spielen können, um dann auch hier den Heimsieg dann bei einem Flutlichtspiel in Zwickau, bei einem Ostderby, dann hier am Mittwochabend zu feiern. Wird es genau auf die Sachen ankommen, dann diese viel zitierten Kleinigkeiten dann an dem Tag dann besser zu machen als der Gegner. Es ist uns nicht damit geholfen, wenn wir nur analysieren und nur auswerten. Klar, das gehört dazu, das wird auch gemacht. Aber Fakt ist, dass es dann auch umgesetzt werden muss und dass wir dann in den Situationen einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Das wird der Schlüssel sein. Damit tun wir uns aktuell schwer, wo wir immer wieder gute Ansätze haben, wo wir auch Angriffe gut initiieren, gut einleiten, aber wo dann entweder der letzte Pass fehlt oder der Abschluss nicht passt oder dann irgendwo eine Ungenauigkeit drin ist. Da wird es darum gehen, dass das besser wird.